069 Ho! Welcome to 069 Ho! 06069! So, meine Freunde, einen wunderschönen guten Abend. Leute, ihr habt ja alle das YouTube-Video gestern gesehen von mir, wo es um den Dicken ging, als er in Frankfurt war und wir auch in Frankfurt waren, wir wohnen in Frankfurt und ja, wir waren ja essen dort und haben ja von der Polizei indirekt eine Gefährdenansprache bekommen, ja. Natürlich wurden keine Namen benannt, scheinbar hatte der Dicke ein bisschen Angst, ne, aber wir werden so das ein oder andere Mal jetzt uns hier anschauen von ihm, was er so gestern zu sagen hatte und werden auch das ein oder andere natürlich widerlegen, ne. Also, let's go. Gefährdenansprache, ja sicher. Oh, Polizei, holt mich ab. Ja sicher. Macht Gefährdenansprache. Ja sicher. Doch, ich muss mich darüber nochmal lustig machen. Ja, guck mal, das ist ja so dein Ding, sich über Menschen lustig zu machen, ne? Nur wirst du in diesem Fall einfach klipp und klar verlieren, ne? Weil da gibt es nichts zum lustig machen. Wenn einer hier lachen wird, dann bin ich es und die Community und zwar über dich. Denn wir werden das jetzt mal ganz schnell widerlegen, ne? Deine ganzen Aussagen. Gehört, dass jemand aus dem Auto, auf der Autobahn oder unterwegs irgendwo rausgezogen wurde mit einer Gefährdenansprache. So, ganz kurz dazu, also so habe ich das niemals gesagt, behauptet oder wie auch immer, dass wir auf der Autobahn gewesen sind und irgendwie rausgezogen worden sind, werde ich euch aber später auch nochmal gerade einblenden, was ich wirklich gestern gesagt habe, aber wir schauen weiter. Also ich habe noch nie so ein Lügenmärchen gehört auf der ganzen Welt, wenn eine Polizei eine Gefährdenansprache macht, dann kommt die nach Hause zu jemandem. So, das ist nicht richtig. Ich werde euch gerade mal einen Auszug vorlesen, ne, wo es um eine Gefährdenansprache geht. Denn ich hatte schon mal eine Gefährdenansprache, die ist auch wirklich tatsächlich bei mir zu Hause erfolgt. Aber es kann auch durchaus möglich sein, wenn der Verdacht ist, dass jetzt gleich was passieren könnte und die Person dort antreffen, dann gibt es eine Gefährdenansprache. Paragraph 29, Gefährdenansprache und Anschreiben Gefährdetenansprache. Erstens, rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass eine Person in einem überschaubaren Zeitraum die öffentliche Sicherheit stören wird, kann die Polizei diese Person über die geltende Rechtslage informieren und ihr mitteilen, welche Maßnahmen die Polizei im Fall einer bevorstehenden oder erfolgten Störung ergreifen wird. Zu diesem Zweck kann die Polizei die Person ansprechen, Gefährdenansprache in Klammern oder anschreiben, Gefährdenanschreiben in Klammern. Punkt. So, also so viel zu dem Thema. Aber Leute, ich blende euch gerade noch einmal ein, was ich eigentlich gestern in meinem Video gesagt habe. Allerdings waren wir gestern wieder abends unterwegs. Ich habe gestreamt gestern bis 22.30 Uhr, bin dann nach Hause mit den Hunden Gassi, bin dann in die Innenstadt gefahren, habe mich mit zwei Kollegen getroffen. Wir haben dann abgemacht, okay, gehen wir ins Bahnhofsviertel was essen. Waren dann dort essen, ja, sind dann mit dem Essen fertig gewesen, sind ins Auto eingestiegen und sind keine 5 bis 10 Meter gefahren und wurden von 3 Autos eingekesselt. 2 Streifenwagen und ein Zivilwagen von der Polizei. Ich dachte mir so, wow, ich bin beeindruckt, auf jeden Fall, ne? Wir werden zwar öfters kontrolliert, aber dann ist es eine Streife, die machen ihre normale Routinekontrolle. Was allerdings sehr merkwürdig war, wir wurden halt wirklich zivil angehalten und 2 Streifenwagen und dann war halt die Frage, woher kommt ihr? Wir geben uns kooperativ, wir wollen Diskussionen vermeiden mit der Polizei, also wenn es um eine Kontrolle geht, ne, ansonsten kooperiert keiner von uns mit der Polizei. Haben dann gesagt, ja, wir waren hier vorne essen, wir fahren jetzt Richtung nach Hause, wir trennen uns jetzt hiermit. Ja, wen sucht ihr denn hier im Viertel? Hä? Wir suchen niemanden im Viertel, wir suchen keinen. Warum, wie kommen sie darauf? Ja, es ist ein Anruf eingegangen, dass sie Streamer sind und dass sie öffentlich bekannt gegeben haben bei Instagram, dass sie hier wohl nach jemandem suchen, der auch Streamer ist und ihn ja gefährden, mehr oder weniger. Ich sag nein, sie können gerne gucken, gibt's nichts. Abgesehen mal davon ist mein Instagram-Account gesperrt worden vorhin, ne? So, das... Wie nennt man sowas? Das war eine indirekte Gefährdenansprache an uns. Naja, Freunde, ihr hört selber und ich frage mich jetzt wirklich in diesem Moment, wer ist von uns beiden gerade der Lügenbaron, ne? Guck mal, es ist nichts Neues, dass du mit der Polizei kommunizierst, so wie man hier sehen kann.
Ui, und was haben wir denn noch entdeckt? Vielleicht sollte man bei Knollnase mal Jugendamt einschalten, ne? Rechtschreibung auf jeden Fall katastrophal. Aber nachdem du dir 100% sicher warst, ey, die Polizei ist benachrichtigt, mir kann nichts mehr passieren, bist du natürlich in die Innenstadt, um deiner Community zu beweisen, ich habe vor niemandem Angst. Leute, ein Ignando ist in Frankfurt am Main. Ja, hier, bitteschön. Skyline. Also ich bin da in Frankfurt, weil es ja hieß, ich wäre nicht da oder sonst was. Ja, also hier, ich bin in Frankfurt am Main. War jetzt gerade shoppen bei Cheestar, hab mir zwei Jacken geholt, zwei Winterjacken. Ihr wisst ja, ich bin Jackenfreak. Ja, wir wissen, du bist ein Jackenfreak. Nun kannst du dir selber die Jacke nicht zumachen, ne? Ich schwöre, ich hasse. Wie findet ihr die Farbe? Seid mal ehrlich, wollt mir die eigentlich in schwarz holen? Wie findet ihr die Farbe? Wahrscheinlich kannst du ja auch selber nicht die Schuhe zuschnüren, ebenso wenig kannst du kochen. Was kannst du überhaupt, frage ich mich. Wo ist eigentlich Marini? Schon wieder Schluss, ne? Naja, Freunde, wie dem auch sei, wir schauen uns weiter das Video an. Und zieht nicht jemanden aus dem Auto raus. Totaler Schwachsinn. Ja, die kommt dann nach Hause zu jemandem und macht dann eine Gefährtenansprache. Ja, aber die geht nicht, die macht aber nicht auf Autobahnpolizei und zieht irgendjemanden aus dem Auto raus. Wir müssen jetzt eine Gefährtenansprache machen. So ein Schwachsinn. Also ganz ehrlich, weißt du, was Schwachsinn ist? Dass du immer noch den Scheiß glaubst, den die Leute dir in die Chatfunktion schreiben, ne? Die nehmen dich von vorne bis hinten hops und du merkst es nicht einmal. Als ob ich die Polizei gerufen hätte. So ein Schwachsinn. Ah. Würde ich jetzt so nicht behaupten, ne? Wir haben ja gesehen, dass du in deinem Stream die Polizei angerufen hast, als du richtig getriggert warst von uns. So ein Schwachsinn. Also, wie man so lügen kann, aber ihr wisst ja, Pinocchio habe ich früher immer gerne geguckt. Ja, und von Pinocchio hast du wahrscheinlich die ganzen Lügen abgeschaut, die du hier im Internet verbreitest. In der Serie, Pinocchio hat immer gelogen, lange Nase, große Nase bekommen. Ich frage mich, warum eigentlich dieser Party-Botox da überhaupt noch im Hintergrund redet. Du bist der größte Schisser von allen. Hm? Was ich über dich alles mittlerweile weiß. Alter, Junge. Aber zu dir kommen wir noch. Wie gesagt, wir haben ja die Geschichte des Ignandos. Startet jetzt ab Sonntag die erste Folge. Ist erstmal nur eine Einleitung, wo es um dich geht, wer du überhaupt bist, was du so gemacht hast auf Lavu und so. Und dann ab Teil 2 geht's natürlich richtig los, ne? Dann arbeiten wir mit Fakten. Da wird dann, ja, sehr vieles von dir eingeblendet, was du so sagst und wo du sagst, du hättest es nicht gesagt, ne? Also, freu dich. Auto gezogen, ja, sicher. Ja, natürlich, genau, Kennzeichen, vor allem. Ja, genau, das Kennzeichen, ich habe auch direkt erkannt aus dem Auto, das ist der, wo wir eine Gefährtenansprache machen müssen. Den müssen wir jetzt rausziehen aus dem Auto. Ja, na genau, das ist der. So, dazu kann ich auch mal was sagen. Wie du weißt und wie du auch immer so schön im Internet prahlen tust und exposen tust, bin ich ja ein Knacki. Ja? Ich bin polizeibekannt, ich bin ein sehr bunter Hund in der Szene gewesen und die Polizei kennt mich und die Polizei kennt auch mein Auto im Bahnhofsviertel, da ich mich da sehr, sehr oft aufhalte, ne? Ne? So viel zu dem Thema. So, also ich hab sowas, so ein Bullshit habe ich noch nie gehört in meinem Leben, ehrlich. Und da du mich ja angezeigt hast, ne? Hast du ja auch live und was bei der Polizei und hast mich angezeigt wegen Verleumdung. Also hast du ja meinen Klarnamen. Bedeutet, ihr habt meinen Klarnamen auch an diesem Abend erwähnt. Oder, also ob du das warst oder dein Party-Botox. Ich denke sogar Party-Botox hat dort anonym angerufen wahrscheinlich. Denn auch sowas nehmen die sehr ernst, ne? Deswegen, und mein Kennzeichen und mein Auto läuft auf mich und nicht auf irgendeine GmbH. Naja, Freunde, so viel zu dem Thema, ne? Gefährdenansprache wird nur zu Hause gemacht. Das ist natürlich falsch. Eine Gefährdenansprache wird natürlich auch durchgezogen, wenn sie den Verdacht haben, ey, da könnte gleich was passieren und wir haben den Anruf bekommen, anonym, wie auch immer, ist ja scheißegal. Und ja, ich wurde dort angetroffen, ne? Und du warst auch in Frankfurt zu dem Zeitpunkt.
Dann ging ja auf TikTok überall viral, von wegen, ich hätte dir eine Ansage gemacht, wenn du in Frankfurt bist, wirst du gestürmt und, ne? Das nimmt die Polizei natürlich sehr ernst und ist auch richtig so, sollen sie auch ernst nehmen. Ansonsten, Dickerchen, was soll ich dir sagen? Warte ab, bis jetzt deine Serie rauskommen wird und dann werden wir dich schön in Einzelteile zerlegen, ne? Ansonsten, viel Spaß weiterhin beim Melden. Hast ja geschafft, der erste Account ist ja noch weg. Schauen wir, ob wir den zurückbekommen. Wenn nicht, kein Problem, wir machen mit dem zweiten Account weiter. Ansonsten, Freunde, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Instagram. Ich habe einen neuen Account, ist alles in der Videobeschreibung unten. Und ansonsten, Leute, bleibt gesund. Ich bin immer noch krank. Ich weiß nicht, wann ich gesund werde. Wahrscheinlich werde ich erst gesund wieder, wenn ich mich mit diesen Vollaffen nicht mehr beschäftigen tue. In dem Sinne, wünsche ich euch einen schönen Abend. Jeder träumt von den Batzen und einem fetten Benz. In der Nacht unterwegs mit meinen letzten Cents. Am Hustlen, ich hab keine Zeit, um im Bett zu hängen. Ich kämpfe für mein Ziel jeden Tag. Schreibe Parts und danach schneide ich Videos.